Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe in letzter Zeit viel gelernt, während ich hier mit meinen Infovideos aktiv war und generell auch ein bisschen die Paradox-Saves angespielt habe, um die Endgame-Krise auszuchecken. Hatte ich gerade viel gelernt. Und ich weiß ein bisschen was. Ich habe wieder ein bisschen was dazu gelernt. Ich musste mir notgedrungen tatsächlich die letzten zwei mir fehlenden DLCs holen, weil sonst könnte ich die Safe-Games nicht laden. Das ist natürlich ein geschickter Schachzug von Paradox, um da Geld rauszuholen. Ich habe die Keys allerdings umsonst bekommen. Deswegen egal. Deswegen habe ich jetzt auch die Artefakte. Das Artefaktsystem. Hatte ich ja davor nicht. Das habe ich jetzt mit drin. Also Relikte und so. Ich meine, ganz toll, cool. Ja, danke da an Paradox und so. Hey, toll. soll jetzt nicht arrogant klingen. Hätte ich mir so tatsächlich nicht gekauft. Also ich hätte dann die selbst einfach gar nicht geladen. Ich habe so gefragt, Entschuldigung, ich kann die selbst nicht laden, weil mir die DLCs fehlen. Dann habe ich die Keys dafür bekommen, was ich auch eigentlich als selbstverständlich erachte tatsächlich. Auch wenn es jetzt arrogant klingt, das soll nicht arrogant sein. Aber ich bin jemand, der seit über 2 Jahren wirklich, ja, doch seit fast 2 Jahren jetzt aktiv nur Paradox-Content bringt eigentlich. Jetzt seit einem Jahr fast 4 Videos am Tag, fast nur Paradox-Content. Und da auch wirklich die Paradox-Sales, glaube ich, mit ganz gut pusht. Deswegen denke ich, ist es in Ordnung, wenn ich dann mal alle 2 Monate mal einen Key kostenlos bekomme. Jetzt in dem Fall 2. Deswegen darf ich da dann auch mal dementsprechend ironisch Danke sagen. So. Kriege ich wahrscheinlich 20 Dislikes, weil ihr das nicht gut findet, dass ich umsonst etwas bekomme. Gibt bestimmt wieder ein paar Leute, die jetzt neidisch sind. Könnt aber auch gerne, könnte jeder machen. Steht eben frei, YouTube zu machen. Sind nur 6 Stunden Arbeit am Tag, wenn ihr das so machen wollt wie ich. Aktuell 6 Stunden Arbeit am Tag, mal 7 sind 42 Stunden in der Woche. Für einen Stundenlohn von umgerechnet 1 Euro, nicht mal 50 Cent oder so, wenn ich das jetzt runterrechnen würde. 50 Cent Stundenlohn, wo ich dann die Ausgaben nicht mit einrechnen würde. Die Ausgaben mit einrechnen wäre ich beim Stundenlohn von 10 Cent oder irgend sowas. Also wenn ich das auch machen wollte, dann bitte. Tut euch den Gefallen selber. Und fuckt euch richtig ab damit. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte diesen Gauchos hier den Krieg erklären. Problem ist, sie sind in der Verteidigungs-Alliance mit den Avarians. Stimmt, da erinnere ich mich dran. Den wollte ich ja hier mit dem Tree-Jump-System die Luft aus den Segeln nehmen. Ansonsten lief es relativ gut. Wir hatten hier unten den Superplaneten der 90er Ozeanwelt. Hier 90%, 24er Weite, Größe. Da geiern wir uns gemütlich mal hin. Step by step. Und da ist auch noch eine Ozeanwelt. Sehr schön. Und langsam aber sicher finde ich mich auch mit dem ganzen System hier ein bisschen zurecht. Mit den neuen Gebäudesystemen und so habe ich ja dann doch echt, muss ich gestehen, am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber auch nur was die Ressourcen angeht, weil ich zu blöd war, das mit den Ressourcen zu checken. Aber jetzt habe ich es hinbekommen. Jetzt sind wir da drin, was das Ganze angeht. Das finde ich super cool. Der automatische Dreadnought, den müsste ich mir auch mal irgendwann holen. Unsere Flotten sind auch nochmal relativ klein, vor allem den Safe, den uns Paradox zur Verfügung gestellt hat, der war 70 Jahre in der Zukunft, da hatten die Flotten einfach das 20-fache an Stärke. Deswegen frage ich mich gerade, ob ich irgendwas Essentielles falsch mache oder ob ich einfach blöd bin oder beides. Ja, des Weiteren, das Ding ist erforscht, das bebauen wir hier, dann dürft ihr hier weiter forschen, hier ist wieder Dead End. Das snacken wir uns auch noch. 456er Stärke, was ist denn das? Eine Kristallkohorte. Aha. Okay. Klar, warum nicht? Warum nicht eine Kristallkohorte da hinstellen? Kann man mal machen, muss man aber nicht. Construction complete. Was habe ich eigentlich für einen Berater? Ich wollte mal übrigens gucken, und zwar autoritär haben wir. Okay, es gibt nämlich coole, es gibt coole neue Berater. As the learned say, what's yours is mine. And what's mine is also mine. Ist zwar leider auf Englisch, aber ich finde es ganz cool. Ah, die Lithuids? Ja, die sind noch mit reingekommen, jetzt wo ich dieses Lithuid DLC mit habe. Wir lassen mal den Rücksichtslosen, weil der haut ein paar ganz coole englische Sprüche raus. Der haut ein paar ganz coole englische Sprüche raus, der Kollege, deswegen snacken wir uns den mal eben. Forschung passt auch langsam, das haben wir jetzt auch ein bisschen in den Griff bekommen. Wir haben die Forschungspunkte, die wir bekommen, verdoppelt. Wir haben die Reichsausbreitung fast komplett vollständig runtergeballert jetzt. Perfekt. Läuft auch super alles mit Ressourcen, dies, das. Hey, hey, hey. Ja, so aggressiv so. So passiv-aggressiv, so hey. Opfer. So, das snacken wir uns jetzt. Das braucht man schon, das ist das Wichtigste hier. So, wie schaut Street Jam aus? 4-4. 4-4.
Jetzt haben wir noch die Verteidigungsplattform. Mal gucken, was uns eine Verteidigungsplattform bringt, von der Stärke her. Ich hatte übrigens tatsächlich das Problem, die letzten... Okay, lebende Impulse. Cool. Ich hatte die Probleme, dass ich... dass meine Kamera... Ich mache jetzt hier nur wieder mit Kamera und so, just for fun. Okay, 100 nur. Außer die Leute sagen, das ist mega nervig und ätzend und mach's weg. Das hässliche Gesicht, dann lasse ich es vielleicht irgendwann weg. Mal gucken. Jedenfalls hatte ich das Problem, dass die Kamera hin und wieder freezed ist. Einfach so ohne Grund. Ging dann nichts mehr weiter. War dann quasi festgefroren. Das Ding ist, aber das habe ich dann quasi... Da musste ich ein BIOS-Update machen. Auf sowas wäre ich nie gekommen. Ein BIOS-Update musste ich machen. Das lag einfach am BIOS, weil ich natürlich noch einen relativ neuen PC habe mit relativ neuer Technologie. Und das auch noch nicht alles so richtig funktioniert hat. Deswegen musste ich dann quasi erst das BIOS flashen und dann dadurch hat das funktioniert. Das jetzt funktioniert alles reibungslos. Finde ich relativ faszinierend eigentlich. Auf sowas würde ich auch nie kommen eigentlich. Also. Strange Story. Ich habe das noch nicht erforscht, dass ich seltene Kristalle abbauen kann, aber ich kann schon welche anbauen. Was? Bruder, was? Was ist das für ein Schmarrn? So ein Blödsinn, so ein Quark mit Käse. Bauen wir lieber hier unsere Station weiter aus. Wie schaut das hier aus aktuell? Seltene Kristalle bleibt gleich. Okay, gut. Was willst du von uns? Oh, nee, die wollen den Derek, Son of Pock. Aber das nehmen wir natürlich an. Was ja leider unser Wissenschaftler war. Aber wir gucken mal, ob wir dann jemanden neuen finden. Ja. Mit Forschungsgeschwindigkeitsbonus zum Beispiel. So, wir sind uns beleidigt. Was? Ihr habt mich beleidigt? Fanatische Säuberer. Missgeburten. Gleich mal Rivalität erklären dafür für die Beleidigung. Wo seid ihr überhaupt? Erstmal gucken, wo ihr seid. Nicht, dass ihr an meiner Grenze seid. Müssen wir aufpassen. Ach, am Arsch der Welt. Ja, apropos am Arsch der Welt. Spionage. Spionage. Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben hier ein Spionagenetz mit zwei Agenten. Hier haben wir auch noch eins. Wir könnten eigentlich mal Technologien stehen. Ich habe gerade Bock auf Technologiediebstahl. Das machen wir... Bahn? Das, ja, warte mal. Was ist das Maximale mit 60? 60. Was geht jetzt ab? Nicht Angriffspakt. Mit wem? Mit den Jusken Kingdom. Okay, okay. Nehme ich an. Ich weiß nicht, wer ihr seid und woher. So. Die Strakon Enlightened Kingdom möchten mit uns eine Botschaft. Ist okay, wir nehmen das erstmal alles an. Die United Ixaro Compact möchte einen Wirtschaftspakt. Wir halten monatlich 18,93, das klingt gut. 2,38 auf. 2,49 und wir haben Informationen natürlich jetzt erhalten von den Kollegen. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Die haben die Grenzen geöffnet, das machen wir dann auch. Müssen wir nicht, hab ich eh schon offen. Ich bin ja nicht so ein irrer Verrückter wie ihr. Ich brauche einfach nur Freunde. Ich bin einfach, ich brauche einfach nur Freunde. Ich möchte einfach nur Freunde haben. Das Ding ist jetzt fertig, Trijam. Wie gesagt, 4,9, 5, 5, 1, 5, 2 schafft man dann da hier wahrscheinlich. Müsste reichen. Das heißt, wir klären jetzt den Krieg, bevor jetzt irgendwie dann jemand anderes kommt und uns hier das alles wegsnackt. Wir könnten die hier Genatis einladen. Die sind freundlich, sind uns deutlich unterlegen. Sowohl Flottenstärke als auch wirtschaftlich. Die würden nur beitreten, wenn wir denen was abgeben. Wo sind die denn, die Genatis? Ah, da sind die. Die würden dann quasi von Norden aus einbrechen. Das würde ich sogar machen. Ich möchte nicht overstretchen. Und wir hätten nochmal jemanden, der uns zusätzlich mit unterstützt. Deswegen laden wir euch mit ein. Eroberung Anspruch. 13 Ansprüche. Und so wird es sein. Die werden natürlich annehmen. Ein paar Punkte haben wir noch. Und vielleicht den einen. Aber ich glaube, wir haben genug Ansprüche durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch mehr machen sollten. Das haben wir jetzt alles. Hier auch. Da ist eine 10er-Welt. Nehmen wir uns das noch mit und das noch mit vielleicht. Okay, aber dann ist auch Feierabend. Wichtig ist halt nur, dass wir die da oben zurückhalten. Das ist das Wichtigste. Die kommen auch wirklich nicht durch. Ich finde das faszinierend eigentlich, ne? Das ist wirklich der einzige Zugang, den die haben. Und da habe ich jetzt so eine fette Festung reingestellt. Was? Will ich jetzt verarschen?
Hä? Warum haben die den jetzt abgelehnt? Wollen die mich jetzt verarschen? Mit Ja-Stimmen. Wir haben eine archäologische Stätte entdeckt. Ihr könnt eine archäologische Stätte außerhalb eures Reiches nicht ausgraben, das ist aber schwul. So, das System wurde erkundet. Da ist eine. Ah, okay. So, das wird kolonisiert. Das ist nämlich ein super System. Der Rest wäre halt dann Kategorie erstmal Terraformen, weil ich jetzt nicht zu viel hier machen möchte. Außer die Gaia-Welt. Die Gaia-Welt ist geil. Die Kriegserklärung schon wieder gescheitert. Warum denn? Hä, bin ich jetzt dumm? Hä? Bin ich jetzt verarschen? Okay, wisst ihr was? Dann greife ich halt alleine an. Ich halt die. Aber die würden noch beitreten, aber warum denn jetzt auch auf einmal wieder nicht? Hä? Warum? Warum lehnen die ab? Okay, ich check's nicht. Da steht, die würden annehmen. Die lehnen aber ab, deswegen führen wir jetzt den Krieg alleine durch. Aggressive Expansion initiated. Genau, Aggressive Expansion initiated. Kurz meine Flotten anschauen. Flotte A. Inklusive natürlich der Transport Group, die hält ja noch ein bisschen zurück. Wo ist Flotte B? Flotte B kommt hier oben mit rein. Und dann schauen wir mal. Na, wichtig ist ja nur, dass wir jetzt erstmal nebenbei hier weiter sammeln. Gucken, dass wir noch eine Technologie uns snacken. Und die da oben halten sich einfach bitte bedeckt. Könnt ihr oben schön gerne weiter chillen. Das ist eure Sache. Da haben wir 2600. Aha. Wann sind die denn so stark geworden? Eigentlich. Interesting. Interesting, interesting. Warum sind die so stark? 2600. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Plan, aber müssten wir trotzdem mal. Oh, Terraforming. Rest ist wurscht. Terraforming. Wir erobern erstmal die erste Provinz, Suja. Da müsste es erst an uns gefallen. Abgestürzter Erzfrachter. Hervorragend. Ist auch lustig, dass so ein Erzfrachter für den Rest aller Zeit uns Ressourcenboni bringt. Genau, zieht euch mal zurück, ihr feigen Hunde. So, Hidima ist gefallen. Da holen wir uns dann gleich noch den Planeten. Jetzt haben wir echt zu viel Dings, oder was? Das kann doch nicht sein, ey. Kurz Alloys kaufen. Die Dinger verkaufen. So, passt. Perfekt. Sind wir da alle happy. Mhm. Oh, taktisch klug ausmanövriert. Muss ich den dann schon lassen. Das habt ihr toll gemacht. Machen wir dort oben weiter. Die können uns natürlich jetzt hier in einigen Punkten umgehen. Okay, das war aber Suizid, was sie da gemacht haben. Okay, nix bleibt mit dem anderen mal hier. Nix bleibt dort mit dem anderen. Das ist eine 779. Mit Bakker, denke ich, sollten sie nicht erobern können mit der Mini-Flotte. Wahrscheinlich nicht. Die werden hier auch gar nicht angreifen normalerweise, weil die viel zu schwach sind. Bin hier gekämpft. Ah. Kampf kann man das nicht bezeichnen. So, wir schauen mal kurz, was hier so gibt in den Systemen, von denen wir zumindest wissen, was hier abgeht. Da kommen wieder beide Flotten 2006. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen würden. Ich weiß es nicht tatsächlich. Das ist mir... Wir haben Verschlüsselungscodes gefunden. Das ist sehr schön. Ich sollte Nyx eigentlich am Klüx, wenn ich klug wäre, würde ich Nyx zurückschicken. Meine geliebte Nyx. Du gehst jetzt erstmal dorthin. Da unten ist ein System, nichts Großes. So, der Spur gehen wir nach. Das läuft auch noch aktuell. Also das läuft bereits. Und wir können jetzt Kreuzer bauen, sehr schön. Und ermöglicht den Abbau von Erz. Und dann gehen wir schon mal her. Mimimi. Und fügen 2, 3 Kreuzer hinzu bei beiden. Einmal alle verstärken. Das sollte auch die Probleme mit der Flottenstärke lösen. Hoffe ich. Was machen die da? Die sind getrennt. 1,
Woher? Woher? Diese ganzen Flottenstärken. So war das vielleicht nicht geplant hier, ne? Okay, das ist, das sind die anderen Gauchos. Ja, wir ziehen uns hier kurz zurück. Wir gehen jetzt einfach mal krass über das Flottenlimit, würde ich sagen. So, weiter. Wir verstärken erstmal unsere Flotten, so. Das ist auch nicht schlimm, denn das können wir eigentlich noch mit dem anderen wieder entspannen. Ja, jetzt verlieren wir natürlich die Starbases, die wir da oben jetzt mühsam erobert haben. Agent befürchtet Enttarnung. Die möchten, dass seine Tarnung könnte aufgedeckt werden. Sie möchte mehr Ressourcen. Na dann, bekommst du mehr Ressourcen, wenn du die möchtest. So, Brustram, das ist ein gutes Ding hier zu verteidigen. Also das Ding mit 3-1 plus 2-4, das sollte auf alle Fälle sicher sein. Mit 5000er Flottenstärke, da dürften die nicht durchkommen. Und wir forschen jetzt auch glücklicherweise relativ gut, relativ schnell. Da wir dann doch jetzt auch unsere Forschung abgegradet haben. Problem ist, so werde ich hier keinen Ast gewinnen. Na, mit eurer 2-8er Flotte könnt ihr gar nichts ausrichten. Hallo? Geil. Geil. Cool. Cool, cool. Das Lustige ist, ich habe eine Reichweite der Station plus 50%, was ja angeblich auch für die Station gelten soll. Super. Ich baue mir dann eine Station hin, um die abzufangen, und die umfliegen die Station einfach. Brauchen einen UL-Inhibitor dort. Also, dass die da nicht hinfliegen können. Meine Güte, ey. Das kannst du schon wieder echt keinem erzählen hier, ne? Geil. So, unser Spionageoffizier Uta, die in Bibaki tätig ist, meldet einen Fehler bei ihrem Prozess zur Überprüfung von Agenten. Aus der bibakischen Hauptstadt wird berichtet, dass sich jemand zum Überlaufen entschieden hat. Ah. Dann soll sie gehen. So, Verstärkung in Transit. Ist alles gut und schön. Baut mal etwas schneller, bitte. Und das ist halt jetzt richtig problematisch. Das ist halt wieder blöd. Das ist genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Jetzt muss ich nämlich dorthin flattern. Muss mir da übelst den langen Weg machen. Oh, das ist schon wieder ätzend, echt. Ja, das regt mich ja schon wieder auf, sowas, dass ich einfach dann meine Verteidigung... Da mache ich mir das... Setze ich mir das Ziel, so eine Verteidigungsstation zu setzen und dann so ein Blödsinn wieder. So, wir haben Gauss-Geschütze erhalten. Sehr schön, das freut mich doch total. Trija, meine Freunde, ey. Ihr macht mir das Leben aber auch echt nicht einfach. Verteidiger, Bibaki Confederated bekommen jede Menge Sachen. Status Quo wäre aktuell Bibaki und Avarian bekommen jeweils 1. Die würden das hier halten. Wir müssen auf alle Fälle hier einen UL-Inhibitor hinbauen, ansonsten ist das hier Blödsinn. Da oben. So, ihr macht euch bitte auf den Weg nach dort unten. Hoffen, dass wir die Flotte gleich noch zerstören können nebenbei. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Damit hätten wir zumindest mal eine Schlacht hier gewonnen. Wir haben immerhin eine Provinz erobert, also so ist es ja nicht. Wir haben ja mal etwas erobert schon mal. Oh, die gehen jetzt natürlich einmal komplett da unten durch, ne? Aber das Ding ist, ah, guck mal, die fahren auf alle Fälle direkt auf Konfrontation mit meiner Faust, Alter. Das Zeug hier muss geupgradet werden, dann upgraden wir das doch auch mal, ganz nebenbei. Wenn es was bringt. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das Ding muss halt ausgetauscht werden danach mit... Der Störsender... Warte, was bringt mir der Störsender? Nicht viel. Aber das Ding muss ausgetauscht werden nachher. So, die kommen zur Verstärkung. Ah, jetzt haben wir natürlich wieder das alte Problem hier. Dass die Schiffe wieder sich nicht ordentlich zueinander fügen. Die kommen eigentlich mit zur ersten Flotte.
Ich hasse das, wenn die Schiffe das nicht ordentlich, wenn sich nicht ordentlich zusammenfügen. So, diplomatische Bedeutung von Flottenstärke, Moral, Verteidigungsarmee, Unterhaltarmee ablehnen, bin dagegen. Wenn da irgendeiner andere Sachen sagt, gibt's auf die Schnauze. Genau, haut ruhig ab hier. Und eins garantiere ich euch, ihr kommt hier nie wieder rein. Sobald ich da fertig bin. So, damit haben wir Harmonie auch fertig abgeschlossen. Machen unseren dritten Vorteil. Und hier machen wir galaktische Macht. Flottenlimit und Kapazität. Damit ist unser Flottenlimit im Limit. Und wir bekommen auch wieder Energie-Credits. Gut, dann machen wir hier Schilde. Dann machen wir hier Ionentriebwerk. Und jetzt können wir hier... Moment. Warte mal. Hä? Hä, wo war denn das? Neue Mechanik. Planet mit mindestens einem Bollwerk oder einer Festung. Neue Komponente. Feindliche Schiffe sind im UL-Inhibitor. Bei Sternenfestung mit drinne. Ach, das ist automatisch drin, oder was? Ja, und ihr kommt jetzt hier nicht mehr raus, ne? Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Hier jetzt auch. Ah, das ist automatisch drin, oder was? Geil. Meine Bildungskampagne ist ausgelaufen, gleich wieder erneuern. Das ist cool. Okay, was geht denn jetzt hier ab? Ach, die sind immer noch da. Ach so. Dachte, die hätten sich mal verpisst in der Zwischenzeit. Aber leider nicht. Was ist das hier eigentlich für eine Flotte? Die kommt noch zur Verstärkung mit dazu. So, und ihr besetzt das Ding hier mal. Die ECS Kazeranis 2 ist irgendwo abhanden gekommen. Ja, Babaka. Ist eine 1-7er Station. Vor allem mit Fokus auf Handel. Da auch mal ein paar Verteidigungsstationen hinbauen. Feindflotte ausweichen. Ja, die gehen mir jetzt hart auf den Sack hier unten. Das Gute ist, die kommen hier oben nicht weg. Die sind hier gefangen. Das Einzige, was sie oben machen könnten, wäre kämpfen. Die Galaktische Rat wurde gegründet. Das Reich der Krabbe, United Harmonican Alliance sowie die Varlavith Sovereignty wurden gewählt. Wir sind sogar ganz knapp auf Platz 2 gelandet, aber das ist gut, wir sind im Rad drin. Und wir haben Terraforming-Gase als Erlass und Terraforming-Stationen. Damit können wir Terraforming betreiben. Ist eine sehr teure Sache. Jetzt schauen wir gleich mal. So, tropische Welt, alles toll. Achso, wir brauchen noch die ökologische Planetenanpassung. Die Dinger können wir terraformen. 2000, es ist eigentlich total billig, ne? Eigentlich finde ich das viel zu billig, das Terraforming. Ah, Klimawiederstellung haben wir noch nicht. Eigentlich finde ich das viel zu billig. Dafür, dass man dann eigentlich super Planeten hat, finde ich das schon etwas zu billig. Aber ist nur meine Meinung. Gibt bestimmt wieder Leute mit anderen Meinungen. Ganz kurze Frage, warum hieltet ihr es für nicht notwendig, Dings zurückerobern? Zurück zu erobern. Wirtschaftspakt nehmen wir an. Grundsätzlich immer was Gutes. Was mache ich denn jetzt mit euch hier oben? Was ist denn hier eigentlich los? Wer ist los? Felsenmigräne? Was haben die? Was ist denn jetzt passiert? Nachdem der Kern von CCC-411F von unterhalb der Kruste angehoben worden war, reagierte auf das Vakuum nicht allzu gut. Wenige Augenblicke bevor der Felsklumpen sanft, aber entschieden zerbricht, fangen die Instrumente der ICS an Gravononis eine plötzliche Energiespitze auf. 1000 Energy Credits und 2830 Physikforschung. Crazy Shit auf alle Fälle. Gucken, dass wir die hier kurz abfangen können. Bitte nicht mein Transportschiff zerstören, mein Dings. Wo ist es denn? Haut die ab. Er ist ausweichend eingestellt, aber irgendwie ausweichen sie nicht. Wollen denn alle hier von mir? Wir erobern jetzt hier Step by Step das Zeug zurück. Station 1 gehört uns.
Ja, wie gesagt, die sind hier am Arsch. Die können hier nicht raus. Auch das Brustrahmensystem ist eine Todesfalle für alle Feinde. Die kommen da eigentlich ebenfalls nicht raus. Und wir gehen jetzt einfach hier ganz entspannt her. Merchen euch einmal kurz alle. Zu einer Großflotte. Was ist mit euch hier? Du bist nix. 4234. Gucken wir die Flotte. Ah, guck mal da unten. Weil die nicht weiterkommen werden. Ilabria holen wir uns trotzdem wieder. Das ist wichtig. Ja, Kriegsmüdigkeit beim Gegner höher als bei uns. Das ist ja erstmal positiv. Ihr geht dann mal dorthin. Ich weiß nicht, was die davor haben. Auf alle Fälle möchte ich die gerne kaputt machen. So, was wollt ihr denn? Numistische Datenmodellierung. Oh, Energy Credits bis 5%. Das ist nice. Das war gut, dass ich dafür... Das heißt, ein bisschen Credits kriegst du eine geile Forschung für. Warum nicht? Da war ein Schrottplatz, das ist schön. Ah, ich kann auch scheinbar in der Zwischenzeit die Kristalle abbauen. Das sollten wir mal nutzen in Zukunft. So, die kriegen fett auf die Schnauze von unserer Flotte. Das wird auch den Warscore deutlich hochpushen, jawohl. Dann holen wir uns schon mal das Ding hier. Da ist nämlich auch ein Planet und zwar... eine Ozeanwelt. Schau an, schau an. Was macht ihr da? Trap ist zurückerobern. Na, viel Spaß. Kann ich leider gerade nichts gegen machen. Aber wir machen die kaputt. Das wird, auf lange Sicht wird das funktionieren, was ich hier mache. Brauchen wir einfach nur ein bisschen Zeit und Geduld. Habe ich die Flotte vernichtet von denen? Ne, immer noch nicht. Oh. Hm, machen wir das Ding mit rein. Aber ich kriege ich schon noch. Da unten. Ihr braucht ja gar nicht so lange weglaufen. Kein Interesse an Migrationsabkommen. Ist auch schön, dass die Flotte da einfach gelockt ist. So, die machen einfach gar nichts mehr. Die denken sich so, egal, lass mal da chillen. So bis zum Ende aller Tage. Okay. Mal uns Abfangkurs hier machen. Ihr könnt gerne Flotten verschieben, was ihr wollt. Das wird euch auf lange Sicht nichts bringen. Jetzt haben wir irgendwas kaputt gemacht hier. Was war denn das schon wieder? Ah. Auf geht's, Kopf. Jagen, jagen. Der Senat befindet sich mal wieder in einer Sitzung. Schutzengel, das war das, wo ich dagegen war. Leider gibt es da keine Möglichkeit. Ich hätte vielleicht Gesandte mal zuweisen sollen, wa? Wir haben wieder zu viele. Ja, einmal hast du keine Ressourcen, dann hast du wieder zu viele Ressourcen, weißt du? Würde dieser Kreuzer die Station zurückerobern können eigentlich? Wird interessant, schauen wir mal. So, wie gesagt, du holst dir dann bitte jetzt mal die letzte Station, in der Hoffnung, dass die da jetzt nicht nochmal abhauen. Ne, die sind am Arsch. Denk auch nicht, dass die da eine Chance gegen unsere Flotte haben. Ne, die werden richtig platt gemacht. Sehr schön. Ich glaube, das hat meine Frage beantwortet, ob die Station zurückerobern können. Ne, das war eine andere Flotte, die ich verloren habe. Oh nein, die haben meine Nyx getötet. Boah, wie asozial die sind. Das ist so gemein. Meine geliebte Nyx, die hat uns so lange verfolgt und begleitet und dann wurde die einfach ermordet vor diesen grausamen Geschöpfen. Dafür töte ich jetzt aber auch von denen welche. Das lasse ich nicht zu. So, Trappist fällt auch gleich wieder an uns. Meine Transportflotte geht gerade drauf. Ich konnte nichts mehr dagegen machen, die war leider verloren. Könnte ich neue Truppen rekrutieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ressourcen habe ich ja genug. So, das sollte erstmal reichen. Trappist gehört wieder uns. Kurz dorthin. Vielleicht können wir noch die ein oder andere Flotte retten, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Ja, drei Schiffe haben überlebt, aber keiner weiß, wo sie jetzt hin sind. So, die Flotte hier haben wir vernichtet. Das heißt, wir rücken jetzt hier hin vor. Und das Gute ist, die kommen jetzt hier auch nicht mehr durch. Das heißt, ich kann jetzt meine Flotte hier dann ganz entspannt wieder in Richtung die anderen Gauche schicken und hier oben dann die nächste Offensive starten. So, meine Transportflötchen sind alle ready. Ihr geht dann mal einfach mal bitte schon mal alle dorthin. Sammelt euch alle dort. Und ich würde an der Stelle sagen, ich habe mega viel Spaß mit dem Ganzen. Ich spiele dann gleich wieder weiter, aber für euch ist heute Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.